Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal KJ Cali Adventures. Ich bin der Jan und heute geht es mal wieder um das schöne Thema Toilette auf Reisen. Wir haben uns vor über einem halben Jahr für eine Trockentrenntoilette entschieden. Für welches Modell und wie unser Fazit ausfällt, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Wir haben nach einer möglichst kompakten Trenntoilette gesucht und dabei ist unsere Wahl auf die Trilino S von meinetrenntoilette.de gefallen. Das Ganze ist mittlerweile eine kleine Kooperation geworden. Das heißt, wenn ihr unseren Aktionscode Cali benutzt, bekommen wir eine kleine Provision und ihr bekommt 3 von diesen Packungen kompostierbaren Tüten dazu. Also wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, nutzt gerne unseren Aktionscode. Beginnen wir erstmal mit ein paar Fakten und Details zu der Trenntoilette an sich, bevor ich euch dann zeige, wie wir die Trilino in unseren Campingalltag integrieren, und zum Schluss bekommt ihr unser Fazit. Die Trilino S ist wahrscheinlich eine der kompaktesten Trenntoiletten, die es am Markt gibt. Sie wird komplett in Deutschland gefertigt und hat die Maße in der Breite 34 cm, in der Länge 38 cm und samt Deckel eine Höhe von 28 cm. Wiegen du das gute Stück 7 Kilo und ist damit belastbar bis 210 Kilo Körpergewicht. Das heißt, wir können die auch super gut als Drittstufe oder sonstiges verwenden. Der Deckel besteht aus einer wasserfesten verleimten Multiplexplatte und ist relativ naturbelassen, wenn er zu euch nach Hause kommt. Wir haben unseren einfach nochmal geschliffen und dann das Ganze mit Wachs behandelt. Ihr könnt das Ganze aber auch ölen oder in der Farbe eurer Wahl streichen, einfach um das Ganze ein bisschen unempfindlicher zu machen. An der Unterseite sind Magnete eingearbeitet, damit der Deckel auch ordentlich auf der Trenntoilette verschließt. Neben dem Deckel besteht die Trenntoilette natürlich aus dem Trenneinsatz, der das Feste von dem Flüssigen trennt. Auch hier wiederum die Magnete, die den Deckel halten. Der Trenneinsatz besteht aus einem Guss und lässt sich damit auch kinderleicht reinigen. Im Inneren der Trenntoilette versteckt sich dann noch der Feststoffbehälter samt dazugehörigem Deckel sowie der 3,5 Liter Urinkanister. Auf der Vorder- und Rückseite gibt es noch praktische Griffmulden, um das Ganze quasi zu transportieren. Und der Boden hat quasi nur eine Einkerbung, der den Urinkanister an Ort und Stelle hält. Auch das Teil besteht aus einem Guss, also wenn doch mal irgendein größerer Unfall passiert, lässt sich das Teil zur Not auch mit dem Kercher reinigen. Und an der Stelle würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach mal an, was an Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen ist. Und das ist einfach nur eine der kompostierbaren Tüten. 10 Liter sind das. Über den Feststoffbehälter. Und dann das Ganze wieder hier rein. Den Urinbehälter noch davor. Und dann wäre das Ganze schon fertig. Den Raum rund um die Behälter nutzen wir allerdings noch, um da unsere Beutel zu verstauen, sowie ein bisschen Streu und den verschließbaren Deckel, den wir da dabei haben. Das passt alles perfekt da rein und hält die Behälter auch an Ort und Stelle. So viel zum Aufbau der Trilino und weiter geht's, wie sich das Ganze bei uns im Alltag integriert. Wie bereits zuvor das Porta-Potti, steht bei uns auch die Trilino hinterm Beifahrersitz. Nur gesichert durch so ein Spanngummi, was wir hier unten einhaken, hält auch gleich den Besen. Und wenn wir irgendwo stehen, machen wir meistens nur die Rückenlehne nach vorne. Und haben dann eine super angenehme Sitzposition für zwischendurch. Um die Höhe des Toilettengangs quasi mal zu simulieren, habe ich mal den Deckel weggemacht. Das wäre dann in etwa die Position, in der ihr sitzt. Was vielleicht relativ ungemütlich aussehen könnte oder sehr niedrig aussieht, ist aber in der Tat eine sehr natürliche Position, um den Toilettengang zu verrichten. Und bevor die Frage kommt, passt die Toilette zum Beispiel auch hier in den Schrank? Nein, passt sie nicht. Sie ist dazu etwas zu breit. Aber bei uns ist der Schrank sowieso voll mit Lebensmitteln und von daher spielt es keine Rolle bei uns. Aber wenn ihr keine Lust habt, die Trilino im Innenraum zu verstauen,
Könnt ihr das auch super auf dem Heckauszug machen. Ich nehme einfach mal eine von den 30x40 cm Kisten raus. Und pack stattdessen die Trilino hier hinten rein. Und ihr seht, obwohl das Multiflexboard in der niedrigen Position ist, passt die Toilette noch ganz bequem darunter. Kommen wir jetzt zu unserem Fazit und natürlich noch ein paar wichtigen Fragen rund um das Thema Trenntoilette. Ich betone unser Fazit, weil auch alles, was ich hier sage, ist mit Kimbi abgestimmt und natürlich auch von ihr getestet. Wie sieht's aus mit dem Geruch? Natürlich, wenn jemand auf Toilette geht und macht ein großes Geschäft, riecht das auch dementsprechend. Und das ist hier nichts anderes. Solange der Deckel offen ist, riecht man natürlich, was vorher produziert wurde. Das ist aber zu Hause, glaube ich, wenn ihr auf einer kleinen Toilette irgendwo seid, nichts anderes. Das Schöne hier ist, dass man das Feste von dem Flüssigen trennt. Und je schneller das Feste trocken ist, desto weniger riecht es. Das ist in etwa wie bei einem Hundehaufen. Wenn der frisch ist, dann stinkt der erstmal. Wenn ihr aber an einem vorbeikommt, der schon ein, zwei Tage da liegt und trocken ist, dann riecht man den nicht mehr. Und das ist hier genau das gleiche Prinzip. Das Flüssige wird vom Festen getrennt und durch zum Beispiel die Zugabe von irgendeinem Streu könnte man auch die Restflüssigkeit dem Feststoff entziehen und damit wirklich alle Gerüche mehr oder weniger neutralisieren. Thema Flüssiges vom Festen trennen, Hauptvorteil für uns von der Trenntoilette, wir können den Urinkanister nutzen und ja jederzeit quasi mehr oder weniger auf jeder Toilette oder wo auch immer entleeren. Das heißt, der Tank ist natürlich dementsprechend schnell voll. Es sind 3,5 Liter, das reicht so in etwa für 6 bis 7 Mal auf Toilette gehen. Wir hätten uns gewünscht, liebes Trilino-Team, dass irgendwie hier vorne eine durchsichtige Stelle wäre, um zu erkennen, wie voll ist denn der Urinkanister. So muss man halt immer mal gucken. Blöd wäre es, wenn das Ganze irgendwann überläuft. Dabei gleich zum Thema Entleerung. Wir machen es nämlich meistens so, dass wir, wenn wir den Feststoffbehälter nutzen, möglichst schnell quasi den Beutel entsorgen im Restmüll. Nur wenn wir irgendwie noch länger unterwegs sind oder irgendwo stehen, wo es halt keine Entsorgungsmöglichkeit gäbe, dann machen wir einen Streu drüber und dementsprechend schneller geht es dann auch wirklich, dass die Flüssigkeit dem Feststoff entzogen wird und man im Auto nichts mehr riecht. Das funktioniert auch wirklich so nach, sag ich mal, 10 bis 20 Minuten hat sich dann auch wirklich mit Gerüchen erledigt, wenn der Deckel oben auch drauf ist. Vielleicht fragen sich die weiblichen Zuschauer unter euch noch, wie ist das so mit dem Zielen? Ihr Männer habt es vielleicht leichter, aber hier darf ich aus Kimbis Sicht sagen, das funktioniert auch alles wunderbar. Und weil eine Frau vielleicht eher nochmal Toilettenpapier auch für das kleine Geschäft nutzt, das landet dann einfach hinten mit in dem Feststoffbehälter. Und das war es in aller Kürze zu unserer Trenntoilette. Wenn ihr uns unterstützen wollt, nutzt gerne unseren Aktionscode Kalli und schaut euch mal im Shop von meinetrenntoilette.de um. Und dabei können wir euch nur empfehlen, das jetzt zu machen, auch wenn jetzt eher die Camping-Saison vorüber ist, weil zum Teil gibt es doch sehr lange Lieferzeiten. Im Moment sind es in etwa 90 Tage, aber auch letztes Jahr im Frühjahr war es so, dass man sehr lange auf seine Trenntoilette warten musste. Von daher schaut jetzt mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, drückt auf die Glocke. Und dann sehen wir uns demnächst bei weiteren spannenden Themen. Bis dahin, Servus!